Was geht? Aber ganz schnell, herzlich willkommen zurück zu einer Folge Octodad. Und wir befinden uns hier gerade in einem kleinen Flashback. Ja, ich habe gerade einen kleinen Frosch im Hals gehabt. So, und ja, einen kleinen Flashback, wie es wohl dazu gekommen ist, dass unser kleiner achtbeiniger Freund Vater einer doch sehr menschlichen Familie geworden ist. So, und wir dürfen uns natürlich nicht von den Leuten da sehen lassen. Daher sliden wir jetzt mal so richtig schön hier drüber. Na, den Fisch, den brauchen wir nicht. Ah, die Beine kann ich trotzdem bewegen. Okay, er kann nur nicht aufrecht gehen. Das hat er wohl noch nicht gelernt, der kleine Mongo. Oh, okay. Ja, wahrscheinlich hat er jetzt irgendwo so einen Anzug gefunden. Hast du das gedacht? Was ist das? A sea monster? A little Joe keeps me up that extra 70. Lord, number one dead. Warte. So. Lol, der hat auch eine Number One Dead Tasse, die habe ich doch am Anfang auch gehabt, oder? Lol. Get inside undetected. Ah, jetzt kann der laufen. Lol, ich habe Kaffee getrunken und jetzt kann ich laufen? What the fuck? Okay. Ja, aber ich muss erstmal hier meine Füße reinkriegen in diese komische Leiter. So. Ja, gut. Okay. I can't remember the last time. Wenn wir es jetzt ganz easy machen, gehen wir hier oben rüber. Wenn wir Pech haben, fallen wir runter und müssen uns halt durchsneaken. Aber ich würde gerne, wenn ich ganz ehrlich bin. Na komm. Warte, das muss super schwierig sein, darüber zu kommen. What? Net profit? Oh Gott, ich sitze breitbeinig da drauf. Oh, nein! Nein! Ich bin entdeckt worden. Boah, das ist aber auch super schwierig, da oben drauf zu laufen. Okay, aber zumindest ist hier ein Checkpoint. Ach komm, ganz ehrlich! Wo ist der scheiß Fuß? So. Ey. Wenn der mal nicht so rumhampeln würde, ohne Spaß. Ich will nur das Ba... Jawohl. So. So, jawohl. Nee, das war nicht gut. Mal. Nochmal. Alter, jetzt wird das auch noch dünner, ist klar. Oh, ja. No problem einfach. So, jetzt müssen wir da rein. Als Klärchen, Popärchen. Acquire a suitable disguise. Okay, das sind Füße. Muss ich mir die jetzt anlegen? Okay, das hätte der schon gemacht. Okay, das ist leider... Da ist nichts drin. Na, komm. Oh, nee, da sind auch nur Limonen drin. Was ist das? Ja, da oben war was. Na komm! Ja, wo, oh, ein Schlüssel. Ah, okay. Wahrscheinlich um hier. Lol. So. Ah, also, jetzt. Da, jawohl. Jawohl, jetzt erkennt er mich nämlich. So, kann ich mir jetzt auch die Schuhe anziehen? Nee, kann ich nicht. Egal. Get to the control room. Wo ist denn der control room? Hier? Nein. Ah, okay, ja gut. Jetzt kann ich mich zumindest frei bewegen hier, ne? Jetzt kann ich mich zumindest frei bewegen hier. Okay, da ich muss. Ich glaube, ich muss runter. Ja, wie das auch keiner erkennt, dass das hier mal so ein komischer Oktopus ist, ey. Lol, da habe ich ja die Tür kaputt gemacht. Na wunderbar. So, komm, lauf. Hey, new guy. You aren't going anywhere till the deck is swabbed and the anchor's hoisted. Ja, natürlich. Jetzt muss ich hier noch das Deck schrubben, oder was? Oh. So. Hier. Hey, new guy, you going anywhere. So. Ja, komm hier, da.
Mach das Deck. Wischi, wischi, waschi. Das ist ja noch mehr. Wieso muss ich das eigentlich machen? So, komm. Komm. So. Überhaupt den Deck habe ich geschafft. Jetzt muss ich den Anker noch einholen. Oh, die eng. Alter. Ich häng fest. Nicht mehr. Nein, nicht die Kette nehmen. Das nehmen. Nein. Die Kette. Nein. Nein. Alter, du bist so ein Fummler, ey. So. Null. Ich hab's das war ich nicht. Einfach mal weg damit. Ja, und jetzt? Lol. Okay. Habe ich das Ding jetzt über Bord geschmissen? Und kann jetzt den Anker nicht mehr hissen? Hätte ich das wieder da draufstecken können? Ich glaube ja, oder? Ah, ne, ich kann ihn auch per Hand raufholen. Da, hier, passt mal auf. Da, pass auf. Jawohl. Das geht auch ohne. So. Da, siehste? Jawohl. Boah, ich hätte schon fast den Spielstand neu geladen. Aber kein Problem. So. Get to the control room. Na, endlich, ey. So. Oh, da ist der komische Schiffskoch. I smell an octopus. Ja. Mach ich. Vorhin wieder auch guckt, so, weißt du, so voll so Kapitänslike einfach. Was ist denn das für ein Buch? Ah, okay. Erstmal dem das Buch. Ja, war ein schlechtes Buch. Erstmal durchs Gesicht schlagen. So. Oh, oh, ich sollte echt ein bisschen aufpassen, sonst werde ich gleich entdeckt. Das ist nicht so geil. Das Bild kann ich auch von der Wand nehmen. Ah, egal. So, und jetzt? Kann ich da hinten rum? Komm! Na komm, lauf! Oh, ich, hey, meine Beine sind so krüppelig, ich bin ein Oktopus. Ja. Oh, ja. Oh, Gott sei Dank. So. Ja, so. So. Boah, ich fühle mich jetzt, als wenn ich so einen Betrunkenen steuern würde. So. The captain's back. Thank goodness. Start the Thank boat, goodness. Hurry. Clear off the map. Okay. So, erstmal die ganzen Plunder hier runter. Oh, wer macht denn hier ständig so einen Dreck? Ich lasse euch alle Kiel holen hier. So. So, weg damit. Weg damit. So. Start the ship. Was hab ich denn für einen. So. Was hab ich denn für einen Kloß im Hals? Oh, okay. Müsste das nicht eigentlich so ein Klingelgeräusch machen? So klingelingeling. So. Who's that woman? Okay. Muss ich jetzt da hin? Oh, boah, voll die Action hier. Ohne Scheiß. Okay, der Captain reitet zur Rettung. Der Holden Maid. The Captain. I'm sorry for stowing away. Please don't throw me overboard. Oh, sie ist eine blinde Passagierin. Really? Well, now we're both in trouble. Who are you then? Aren't we a pair? Say. Is the octopus here? That's Chef. He's been watching for stillaways. Oh, okay. Und jetzt? Der müsste mich ja eigentlich schon sehen, ne? Talk to the chef. Wie sollst du dem reden? Aber der will mich doch ständig umbringen. Something is different about you, Captain. What? If you really are the Captain, then dance the Captain's jig. Do a jig. Such movement. Ja, sicher. Guckt's euch an, wie ich richtig geil am Dancen bin. Ja, das ist ja wohl mal mega geil. Breakdance, Junge! Oh mein Gott, ist das awesome! Guck's dir an, Chefkoch, Junge! Das war wohl mega geil. Can you tie a sheepshank knot? Wie geht denn das? So.
What kind of nut is this? A sheepshank? You are not the captain, you're not even human! Human! Hey, big guy! Yeah, you! What? Who are you? Stowaway? Wait! Knock chef off the boat! Patsch! Wie denn? Wie knock ich den denn vom Schiff? Strong opinions. Aber wahrscheinlich mit dem. Mit dem Ding hier, wa? Oh, okay, warte, ich muss da hoch. Na komm! Oh, jetzt mach keine Faxen, Junge! Boah, der ist so ein dummer Oktopus ohne Spaß, ey! Boah, du kannst nicht mal richtig hier laufen, Alter! Ich muss jetzt den Schalter da umlegen. Da, komm! All right. So what about you, mystery man? Who are you? Well, someday I'll get an answer out of you. In the meantime, would you care for a dance? Boah, was ein Story-Twist, ohne Scheiß. Das hätte man ja aber überhaupt nicht erwartet. Oh, so kann ich schwimmen. Ah, das ist ja geil. Ohne Scheiß, ne? Wie haben die bitteschön Kinder gemacht? Die müssten ja quasi genauso, also er müsste sich ja so frei gemacht haben wie da. Vielleicht, oder die hat einfach nur den mega Hardcore-Fetisch. Oh, da ist ein Hai. Lol. Der hat mich mal eben weggesnackt. Ja, wie steuere ich das Ding denn? Ich kann ja nicht nach oben oder nach unten. Ich kann nur Gas geben. Und im Kreis. Ja, und jetzt? Da ist schon wieder der Hai. Ah, ich muss einfach kräftig Gas geben. Ah, okay. Wow, wie schnell der ist! Der hat mich sofort! Okay. Ich darf nur nicht zu lange warten mit dem... Alter! Da kommt dann noch was viel Größeres an! Gut, zum Teufel... Lol. Der schwimmt von selbst hier durch, ja? Ah, okay. Hui! Na, guck mal, ist das nicht entspannend, wie wir hier durchschwimmen wie ein Oktopus in seiner natürlichen Lebensumgebung, ja? Aua. Aua. Okay, ich habe einfach kein Zeitgefühl gerade. So, jetzt aber. So. Autsch. Jawohl. So. Boah, bin mal gespannt. Wir kommen wahrscheinlich gleich draußen in irgendeiner Pfütze wieder aus. Und unsere geliebte Frau wartet auf uns. Boah, da sind wir aber richtig gut durchgekommen. Aber ist natürlich schade, dass wir das nicht sagen. Lol. Ja, genau. Und wieder der Hammerhai. Okay, jetzt ist... Lol. Ach so, ich dachte... ich dachte, hier wäre alles überflutet gewesen. Das ist aber nur so eine Aussichtsplattform. Das sieht aber ziemlich trist aus hier drin. Muss man mal ganz einfach sagen. Warte mal, wollen die mich auch fressen? Ne, die wollen mich nicht fressen. Das sind meine Freunde. Okay, das ist schon ganz schön trist, wie die Viecher hier leben.
und Steine und ohne dass das nett. Lol, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Kids, have you seen your father? It's almost closing time. Where could he be? Dino! I saw him go in a weird door. Another mystery. Well, we'll wait as long as we can. Excuse me, ma'am? It's that weirdo! I have bad news about your husband. Don't trust him! Have we met? Wait. I've seen you. Are you an old friend of my husband's? What can you tell me about him? Everything! You must come with me to cafeteria! Come on, Stacy. What? Wait! Okay, das kann so auf keinen Fall angehen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt dafür sorgen, dass der böse Chefkoch, ja, jetzt nicht hingehen kann und einfach jetzt hier weiter erzählt, dass wir ein Oktopus sind. Das geht ja gar nicht. Aber erstmal muss ich hier durchkommen. Wenn das mal gehen würde. Boah, die Kamerasteuerung ist ja böse. Oh, hier muss ich mich jetzt durchsneaken, wa? Ich würde gerne mal wieder ein paar Klamotten haben, weil... Oh, lol. Da muss ich mich jetzt durchzwängen. Okay. Alter. Ja, ich bin aber ein Oktopus. Das sollte ja kein Problem sein. So. Ja, und jetzt? Ach so, ich muss mich gar nicht hier durchzwängen. Oh Gott. Ich muss mir einen Schlüssel suchen. Find the gift. Achso, ich dachte, ich müsste mich jetzt da durchzwingen. Okay, wo auch immer der sein soll. In der Kasse ist er auf jeden Fall nicht. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass der bestimmt in so einer Dingens hier drin ist. Weil wenn der da drin wäre, dann wäre das schon ganz schön fail einfach nur. Den Schlüssel dafür hier drin zu bewahren. Hey, ich bin noch nicht fertig hier. Mach mal die Kamera wieder hier hin, ja? Ach komm, wir können das Ding auch einfach auskippen. So, zack. Wo könnte der sein? Ich räume mir den ganzen Laden aus. Ach komm, jetzt hänge ich hier wieder. Alter. Weg mit dem Tisch. So, und hier ist der auch nicht drin. Lol. Weg damit. Ach du Scheiße, wo soll der denn sein? Okay, vielleicht müssen wir den, vielleicht ist der auch hier hinten drin. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht hier? Okay, das war ja natürlich klar. Aber hier ist auch noch eine Tür. Da sind wir noch nicht drin gewesen. Okay, dann halt eben nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Schlüssel bestimmt hier drin ist. Oder auch nicht. Hier? Nee, auch nicht. Ah, hier auch nicht in der Box. Komm, da will ich gucken. Na. So. Nee, da ist auch nichts. Nichts Schlüsselmäßiges. So, ja komm. Nee, auch nichts Schlüsselmäßiges. Auch nichts Schlüsselmäßiges. Da auch nicht. Okay, das könnte sich zu einer schwierigen Sache gestalten, den Schlüssel zu finden. Wo ich mir vorstellen kann. Tja. Lol, da liegt er doch. Oh mein Gott. Da, ja, nein, nein. Ja, jawohl. So, jetzt müssen wir unseren Arm da durchstecken. So, jawohl. Haha, wir haben uns befreit. Oh mein Gott, wie blind ich war. Na egal, auf jeden Fall machen wir jetzt hier erstmal eine kleine Pause, egal ein Schnittchen. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge Octodad auch wieder mit dabei seid. Also schaltet ein, wenn es wieder heißt Octodad Hardy. Miau! Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist.